Inmitten der anhaltenden Herausforderungen des Ukraine-Konflikts hat Bundeskanzler Olaf Scholz den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Berlin empfangen. Bei diesem Treffen, das bereits Zelenskys vierter Besuch in Deutschland in diesem Jahr markiert, wurde die enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern hervorgehoben. Scholz versicherte, dass Deutschland weiterhin fest an der Seite der Ukraine steht und kündigte ein umfangreiches militärisches Unterstützungspaket im Wert von rund 1,5 Milliarden Euro an, um die Ukraine im Kampf gegen die russische Aggression zu stärken. In einer emotionalen Rede betonten beide Staatsoberhäupter die Notwendigkeit eines gerechten Friedens und die Entschlossenheit, die Unterstützung für die Ukraine fortzusetzen. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Volodymyr, es ist schön, dich wieder hier in Berlin zu begrüßen. Wie eng Deutschland und die Ukraine miteinander in Verbindung stehen, zeigt sich schon daran, dass du heute bereits zum vierten Mal in diesem Jahr Deutschland besuchst. Lieber Volodymyr, Deutschland steht weiterhin fest an der Seite der Ukraine. Seit fast 1000 Tagen führt Putins Russland seinen erbarmungslosen Angriffskrieg gegen dein Land. Der Heldenmut und die Tapferkeit der Ukraine kann gar nicht genügend gewürdigt werden. Unsere Herzen sind bei dir und deinem Volk, lieber Volodymyr. Und nicht nur das. Deutschland ist der stärkste militärische Unterstützer der Ukraine in Europa, der zweitstärkste in der Welt. Und dabei wird es bleiben, das kann ich dir heute und hier klar versichern. Jetzt, vor dem Winter, dem dritten Winter in diesem mörderischen Krieg, helfen wir den Ukrainerinnen und Ukrainern ganz konkret. Russland hat gezielt und erbarmungslos die Energieinfrastruktur der Ukraine in den vergangenen Monaten unter Beschuss genommen. Kraftwerke sind gezielt bombardiert worden, Übertragungsleitungen bewusst zerstört worden. Um den Durchhaltewillen der Zivilbevölkerung zu brechen, das ist ganz offensichtlich das Ziel. Kurzfristig hat Deutschland zusätzliche Millionen Euro zugesagt, 170 Millionen, damit die schlimmsten Schäden rasch repariert werden können und die Wärmeversorgung wiederhergestellt werden kann. Auch in unserer militärischen Unterstützung für die Ukraine lassen wir nicht nach. Zentral bleibt für uns die Unterstützung bei der Luftverteidigung. Da ist es gut, dass wir gerade ein neues, umfassendes militärisches Unterstützungspaket im Wert von über 600 Millionen Euro an die Ukraine ausgeliefert haben. Darin enthalten sind unter anderem das fünfte Aristi-SLM-System, Schützenpanzer, Kampfpanzer, Panzerhaubitzen, Artilleriemunition und Drohnen, um nur einiges zu nennen. Bis zum Jahresende werden wir außerdem mit Unterstützung unserer Partner Belgien und Dänemark und Norwegen ein weiteres militärisches Unterstützungspaket im Wert von rund 1,4 Milliarden an die Ukraine liefern. Daran enthalten sind unter anderem weitere Luftverteidigungssysteme vom Typ Aristi und Skynext, Flakpanzer Gepard, Panzer- und Radhaubitzen, Kampfpanzer, geschützte Fahrzeuge, Kampfdrohnen, Radare und Artilleriemunition. Auch im nächsten Jahr werden wir unsere militärische Unterstützung der Ukraine kraftvoll fortsetzen. 4 Milliarden Euro sind bereits in direkter bilateraler Hilfe im Haushalt vorgesehen. Zusätzlich dazu stellen wir als G7-Staaten der Ukraine noch in diesem Jahr einen 50 Milliarden US-Dollar Kredit zur Verfügung, wie beim Gipfel in Apulien beschlossen. Und auch darauf kannst du dich verlassen. Ich freue mich, dass wir auf Seiten der europäischen Mitgliedstaaten diese Woche den Weg freigemacht haben für den europäischen Beitrag. Ich erwarte nun eine zügige Beschlussfassung durch das Europäische Parlament. All das zeigt zweierlei. Erstens, die Ukraine kann sich auf uns verlassen. Zweitens ist es eine klare Botschaft an Putin. Ein Spiel auf Zeit wird nicht funktionieren. Wir werden in unserer Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen. Diese Entschlossenheit, diese Festigkeit ist dann auch die Grundlage, auf der wir gemeinsam alle Möglichkeiten für Wege hin zu einem gerechten und dauerhaften Frieden für die Ukraine ausloten. Und lieber Volodymyr, wir sind uns einig, dass es nach der ersten Konferenz von Birkenstock im Juni eine weitere Friedenskonferenz geben wird und, wie du das gesagt hast, dass daran auch Russland teilnehmen sollte. Klar ist,
Eine Verwirklichung des Friedens kann nur auf Basis des Völkerrechts geschehen. Das wird noch enorme Anstrengungen erfordern. Dennoch bleibt das Bemühen um einen für die Ukraine gerechten und dauerhaften Frieden die Richtschnur unseres gemeinsamen Handelns. Wir werden keinen Diktatfrieden Russlands akzeptieren. Schönen Dank. Thank you so much. Lieber Bundeskanzler, lieber Olaf, liebe anwesenden Journalisten, Journalistinnen und Journalisten und liebes deutsches Volk. Und das ist schon unsere dritte Begegnung in diesem Herbst und die vierte Begegnung in diesem Jahr. Und diese Begegnung ist wahrscheinlich die wichtigste in all der Zeit des vollumfänglichen Krieges, wie du gut gesagt hast. Der Winter steht uns bevor. Das ist der dritte Kriegswinter. Und wir wollen unseren engsten Freunden unsere Strategie vorstellen, wie wir den Frieden näher bringen, Frieden für die Ukraine. Das sind ganz gezielte Schritte, realistische Schritte unserer Meinung nach, die die ganze Situation in Richtung eines echten Friedens bewegen könnten. Die Ukraine möchte wie kein anderes Land auf der Welt, dass dieser Krieg gerecht zu Ende geht. Der Krieg zerstört unser Land. Der Krieg nimmt das Wichtigste, die Leben der Ukrainerinnen und Ukrainer. Und wir haben immer alles dafür getan, dass dieser Krieg sich nicht ausweitet. Und wir haben auch über die Prävention immer gesprochen, wie man Russland zurückhält, darüber gesprochen, wie man unsere Positionen stärkt, damit wir so viele Leben retten können, wie es möglich ist. Und wir danken Deutschland, ich danke dir, Olaf, persönlich für diese ganz starke Unterstützung der Ukraine, dass sie die Ukrainerinnen und Ukrainer unterstützen. Deutschland hilft uns am meisten mit der Luftverteidigung. Und das ist Fakt und rettet tausende Leben, ukrainische Leben, und gibt unseren Städten und Dörfern die Möglichkeit, sich vom russischen Terror zu schützen. Die Patriots and IRIS-T-Systeme und Geparde sind ein sehr großer Beitrag. Deutsche Waffen und Technik, auch die wirtschaftliche Unterstützung, die politische Unterstützung, das sind alles sehr wichtige Elemente. Und für diese ganze Breite der Unterstützung bedanke ich mich. Und für uns ist es sehr wichtig, dass die Hilfe im nächsten Jahr auch fortbesteht. Und ich bedanke mich bei dir, Olaf, dass du dieses Paket jetzt annonciert hast und angekündigt hast und die weiteren Hilfen durch unsere Partner. Wir sollten aber schon an das nächste Jahr denken, dass die Unterstützung weiterhin auf diesem Niveau bleibt und uns gestattet, Leben zu retten. Ich bedanke mich auch für die Friedensformel und für die Zusammenarbeit mit dem Team des Peace Summits. Wir hatten den ersten Friedensgipfel, wir wollen den zweiten durchführen, aber wir sehen, dass Russland sich vor der ehrlichen Diplomatie drückt und dafür, dass man diesen Krieg nach dem UNO-Statut beendet. Das verlangen wir, einen gerechten Frieden für die Ukraine, einen Sieg für uns, und dafür arbeiten wir täglich. Heute werde ich den Plan vorstellen, Bundeskanzler, den Plan vorstellen, wie wir unserer Meinung nach Russland zum Frieden zwingen können, wie wir diesen Krieg beenden können. Es wäre wünschenswert, dass es schon nächstes Jahr passiert, 2025, und wie wir garantieren können, dass diese Aggression sich nicht wiederholt. Das ist eine Brücke zum ergebnisreichen Friedensgipfel, der einen Punkt hinter diesem Krieg setzt. Es ist kein Widerspruch zu unserem Friedensplan. Das ist ein weiteres Element, und das können wir alle gemeinsam schaffen mit unseren Partnern, und wir zählen dabei auch auf die deutsche Unterstützung. Slava Ukraini, es lebe die Ukraine.